alle zusammen und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge haben wir die Highwinds erhalten. Eigentlich haben wir sie ja gestohlen von Shinra und sind jetzt auf der Suche nach Cloud. Und ich war auch so nicht untätig. Ich habe ein bisschen meine Charaktere gelevelt. Also sie sind halt sehr unterschiedlich vom Level her. Ich kann euch das auch noch ein bisschen genauer demonstrieren, wenn wir hier zurückgehen in diesen Operation Room. Und ja, also ich habe jetzt nicht nur die Charaktere gelevelt, mein eigentlicher Sinn dahinter war tatsächlich auch, dass ich die Limit Tags ein bisschen weiter treiben kann. Also wenn ich das euch zeige hier von in PHS, also Barrett ist 53. Also Barrett habe ich eigentlich gar nicht wirklich benutzt, weil er hatte ja sein Limit schon auf der höchsten Stufe. Bei Red habe ich alles gemacht. Ich habe ihn auch Cosmoglut gegeben, sprich, er hat es schon in der letzten Stufe. Das wollte ich eigentlich gemeinsam machen, aber ich habe es verkackt. Das können wir aber definitiv bei bei Yuffie machen, damit die Vincent kurz rauskommt. Und Kaysif benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Kaysif. Ich mag Kaysif nicht. Weiß nicht. Nachdem er uns verraten hat, hat er bei mir eigentlich total ausgeschissen, um es so auszudrücken. Wir werden ihr jetzt ihre letzte Limitstufe geben, wenn ich das finde, von diesen 10.000 Milliarden Dingern hier. Zorn der Götter. Und jetzt ging mir zu schnell. Und wir haben Zorn der Götter erhalten. So sprich. Hier jetzt ein tödliches Fest und alles gekriegt. Und wir geben hier jetzt die letzte Limitstufe. Ich will mal kurz wissen, was das macht. Greift alle Gegner. Okay, das kriegt sie jetzt und dann kann sie sich auch schon wieder aus unserem Team verpieseln, weil ich habe mir hier mein Team jetzt schon festgelegt, mit dem ich jetzt weitermachen möchte, bis wir unseren Cloudy wieder haben. Und zwar nehmen wir Sid, Vincent und Tifa, weil Tifa kann ich nicht austauschen und Tifa hat verdammt viele MP. Was ich übrigens auch gemacht habe, ist, weil mir aufgefallen ist, ich habe 10 Milliarden Mal diese alle Materia. Ich sehe die meisten schon gemeistert. Das bringt hier voll viel, aber gut. Ich habe ihm zum Beispiel die hier gegeben und dann die hier, damit wir das halt leveln. Damit wir halt genug haben und die ganzen Materie, die ich hier so gefunden habe. Ich meine, Basidia, CD. Mit ganz schön viel. Auf dem Kasten. Und ich habe auch ein paar Feintechniken noch geholt. Ich habe Todesurteil, nein, nicht Todesforsch gesagt, noch geholt. Todesforce. Und das war es eigentlich schon, weil irgendwie den Rest. Ich wollte noch dieses E4 Selbstmord holen, aber ich finde die Gegner nicht. Beziehungsweise die Gegner lassen sich nicht manipulieren, damit sie das machen und ich habe da dann keinen Bock drauf. Wie gesagt, bei allen anderen Charakteren habe ich hier, bei Sid habe ich auch hier die letzten Dinger, so Massenpugula und sowas. Fehlt nur Stufe 4, ich weiß nicht, wo ich das alles herkriege, ich habe keine Ahnung. Außer bei Tifa. Tifa hat noch nicht die letzte Stufe von Stufe 3, weil ich gestern keinen Bock mehr hatte, das Ganze zu machen, weil es so lange gedauert hat. Vor allem bei den restlichen Kandidaten. Aber gut, was ich noch zeigen wollte, wir haben ja 10.000 Mal Materias. Da muss ich doch tauschen gehen. Ich habe jetzt vorsichtshalber Sid ausgerüstet, Winsid habe ich ausgerüstet, habe ich alles abgenommen. Ich möchte nicht unbedingt mit Würfel spielen. Mit Kaysif gar nicht. Wenn ich mit Kaysif spielen muss, dann ist das eine Katastrophe. Ihm habe ich auch ein bisschen was gegeben. Zumindest die Dinger, die halt schon relativ voll sind. Also bis auf Schwerkraft haben wir ja schon. Tief habe ich ausgerüstet und Barrett habe ich auch ausgerüstet. Mit ein bisschen Wasser, damit er ein bisschen heilen kann und so. Die Schutzmaterie. Mir fällt gerade auf, ich habe hier gar keine. Sie hat Shiva. Oh, ich liebe Shiva. Ich habe in Final Fantasy Remake nur mit Shiva gespielt. Ich fand Shiva so cool. Er hat etliche Materia. Also ich habe eigentlich alle ausgerüstet, bis auf Yuffie ist. Kann ich eigentlich wegnehmen. Und das Kaysif. Und ja, gut. Dann hören wir auf, um den heißen Brei zu reden. Wir gehen jetzt mal Cloudy Boy suchen. Prinzipiell weiß ich schon, Cloud sich aufhält. Weil ich mich selbst gespoilert habe. Weil ich wissen wollte, wo ich gut leveln kann. Und ich habe diese Region tatsächlich gelevelt. Oder zumindest das gemacht, was ich machen wollte. Und wir werden jetzt auch hinfliegen. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ich bin hier in der Grasregion, genau. Hier, der Chocobo Ranch. Wir müssen da runter fliegen. Aber ich würde vorher tatsächlich, glaube ich, mal in dieses Häuschen da oben fliegen. In diese Schneeregion.
beziehungsweise zu dem Nordkrater, war das ein Nordkrater? Ich weiß nicht, zumindest zu dem Krater. Vor allem, ich finde es sehr interessant, dass dieses rosa etwas da auf unserem Kopf ist. Wenn ich jetzt in die Richtung Nordkrater fliege, das sieht was ziemlich lustig aus. Und zwar, wenn ich, glaube ich, hier hinfliege, kommt so... Was war das? Das ist eine... Das ist hier vorbeigesaust, wie eine Rakete. Ich weiß nicht, ob das eine Weapon ist. Ich weiß auch nicht, ob wir gegen diese Weapons kämpfen müssen. Mir fällt gerade auf, hier ist ein Haus. Was ist hier eigentlich? Oh. Hallo. Was? Danke, aber ich... Ja gut, danke. Oh, es kommt nicht oft vor, dass sich jemand hier verirrt. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Häuschen ist. Ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich Besuch hatte, aber ich bin den Schokobonus gekriegt. Wer bist du? Ich bin... Ich weiß nicht. Was, du weißt nicht, wer du bist? Schon länger her, dass ich darüber nachgedacht habe. Keine Ahnung, wie man mich genannt hat. Das hätte ich auch gerne, dass ich nicht weiß mehr, wie ich heiße. Du müsstest nur, ich weiß niemand, den ich Geburtstag habe. Oder wie irgendwer mal einen Geburtstag hat. Das ist nicht mal böse gemeint. Ach ja, man nannte mich den Schokobo-Weißen. Richtig. Ah, okay. Genau das war es, den Schokobo-Weißen. Normal vergisst man das nicht. Also, was kann ich für euch tun? Mir was verkaufen? Züchten, fangen, ach ja, ich war auch übrigens in Fort Condor und habe da ein bisschen einen Kampf gemacht, weil ich dachte, das ist, ihr bringt irgendwas, aber das war mega langweilig. Das war so anstrengend. So, jetzt sagen wir nochmal irgendwie was. Was kann ich für euch tun? Gib mir den Chocobo. Was ist mit diesem Chocobo? Dieser Chocobo? Nun, der... Lasst mich überlegen. Ich kann mich nicht recht erinnern. Magst du mir den geben? Kannst du dich an was erinnern? Lasst mich überlegen. Ich kann mich nicht recht erinnern. Quack. Quack. Also, was kann ich für euch tun? Kannst du dich an was erinnern? Lasst mich überlegen, ich kann mich nicht recht erinnern. Ich gehe da mal wieder bei. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Eiszapfenregion, okay. Okay, aber eigentlich wollte ich dorthin gehen, wo diese Holzhütte ist. Meine Güte. Nein. Da wollte ich rauf. Weil wir waren ja da oben. War das letzte Mal in den Gaia's Klippen. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem Chocobo machen will. Muss ich da irgendwas machen, was Spezielles? Oder ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, weil ich dieses Spiel ja noch nie gespielt habe. Ich bin ein Blöd. Und ich habe mir nicht herausgefunden, wie ich weiß, wie die Gegner heißen. Ich muss diese L3-Taste aktiviert haben. Da haben wir zwar immer diesen lustigen Pfeil über unserem Kopf, zumindest nicht hier, aber so, wenn wir hier drin herum eiern. Schauen wir mal. Vielleicht können die Leute hier irgendwas sagen. Der Hund sagt mir mal gar nichts. Was ist das hier eigentlich? Das Antlitz? Hm. Okay. Hallo? Oben auf dem Berg soll es, gibt es eine Kuppel. Welche Kuppelle? Meinst du das Licht auf dem Gipfel da oben? Ach, das ist strange, Leute. Kann ich mit dir reden? Hallo? Oberhalb des Nordkraters ist eine Kuppel. Da solltest du nicht hin. Ach, das war der Nordkrater. Oh, okay. Da stand nur Krater. Mir ist schon aufgefallen, dass irgendwie in der PC-Version und in der PlayStation 4-Version, beziehungsweise in der PlayStation-Version, egal jetzt ob es 3, 4, PSP oder was weiß ich, oder auf der Original, also ein bisschen schon einen Unterschied gibt zwischen den Gesprächen und so. Man sagt ihm irgendwas. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Ja, ich wollte nicht mit dir reden. Großmutter schon eine Weile krank und das macht sie nicht. Okay. Sagst du irgendwas?
Die Temperatur und dann müsste Licht an der Nordgrenze. Ist dort das Ende der Welt? Ja. You got it, boy. It's the end of the world. The world ends with you. Ist das nicht ein Spiel? Doch, es ist ein Spiel. Gucken wir mal hier. Sagst du mir was? Heute ist kälter als sonst. Nein, ich wollte nicht übernachten! Verdammt. Na gut, dann fliegen wir einfach dorthin, wo wir hingehen müssen. Ich dachte, ich kriege hier vielleicht noch irgendeine Information. Aber anscheinend nicht, wobei ich könnte ja hier reingehen. Vielleicht kriegt man hier in der Kneipe was an Information. Ich meine, mit Kneipe kriegt man meistens Info. Vielleicht sollten wir uns auch verdrücken. Kommt, wir reisen zur Insel im Süden. Wie hieß die gleich wieder? Ach ja, ich habe ja gehört, dass auf der Insel im Süden eine Stadt namens Midel gibt. Midel. Bei allen seltsamen Dingen, die in der Welt passieren kann, ich verstehe, dass die Leute abhauen. Gut. Ich glaube, das war unser Tipp. Wir gehen jetzt nach Midel. Sagst du auch irgendwas? Ich habe gehört, bei großen Gletschern gibt es eine Schneefall, die warme Quellen hast. Aber ich glaube, das ist nur ein Märchen, um Besucher abzuschrecken. Dankeschön für den Hinweis. Das haben wir schon gemacht, nachdem wir endlich Alexander geguckt haben. Wie fällt mir drauf, wer hat denn überhaupt Alexander? Hat Cloud noch seine Materie? Nee, Cloud hat doch keine... Hat Cloud noch die Materie? Cloud, wo bist du? Gut, wir gehen nach Midel. War, glaube ich, unser Hinweis. Weil das wusste ich schon, dass ich als nächstes nach Midel gehen muss. Und falls gerade mein Headset geknackst hat, tut mir das leid. Ich weiß gerade nicht, wo lange ich gehen muss. Also, ich schätze mal, dass wir hier gegen ihn kämpfen müssen. Das... Holla, die Waldfee, was bist denn du? Ich kann dir irgendwas beibringen. Ich kann dich nicht manipulieren. Dann greif bitte Sid an. Gewaltannäherung. Das hört sich irgendwie falsch an. Kann ich dich echt nicht manipulieren? Okay, ich kann echt nicht manipulieren. Blitzball. Oh. Kommst du zufällig aus... Aus Shinra? Aus Spira. Hey, endlich manipulieren. Den Gegner habe ich das erste Mal hier gesehen. Das ist ein Wahnsinn. Der hört auch ganz schön viel aus. Der Flakurudas. Warte, hält aber ganz schön viel aus. Doch mal sterben? Dann sehe ich zum ersten Mal diesen Gegner. Gewalt an dir. Kannst du bitte nicht da und tiefer angreifen, Mann? Greif doch Zittern. Boah, wie viel Leben hat denn der? Ich habe gerade keine. Der greift echt jeden an aus der City. Tiefer macht die ganze Zeit Schutz, deswegen greift sie den nicht an. Ich verstehe. Vielleicht sollte ich dir das wegnehmen. Aber wie lange lebt denn der noch? Kann er mal sterben? Kannst du mal sterben? Mal Feuer auf die. Wie viel Leben hat die denn? Gut, dann fahre ich die scharfen Geschütze hier auf, Mann. Geht doch.
Was war denn das für ein Heinzelmännchen hier? Und gibt nur 510 Erfahrungspunkte. Was soll denn der Schmarrn? Meine Güte, wir fahren jetzt nach Medell. So, ich weiß schon, wo Medell ist. Medell ist hier nicht ganz unten im Süden. Da ist Midgar. Ich hasse Midgar. Da ist die Chocobo Ranch. Und hier irgendwo war Midell. Midell? Hier war Midell. So, wir sind in der Midell-Region. Ich werde kurz tiefer heilen. Und dann gehen wir mal nach Midell rein. Ich möchte gerne die Kamera drehen, so damit wir in der Folge auch mal irgendwie was auf die Reihe kriegen. Ohne die gehen mir auf den Nerven. Vincent, mach sie weg. Tiefer, mach sie weg. Sid, mach sie weg. Ich glaube, die können Vincent. Die konnten Vincent in Schlaf setzen. Hätte ich das gewusst, hätte ich was anderes gesetzt. Oh, Tiefer, ihr Limit fertig. Das ist aber schön. Zack, 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 zack. Genau den Delfinsprung kriege ich nicht hin. Wo ist ja mein Ding, wo ich den Strich hier liste? Sprich, Tiefer muss den Schmarrn, glaube ich, jetzt noch dreimal einsetzen und dann hat sie das auch gemeistert. Dann können wir irgendwo, irgendwann mal ihr viertes Limit besorgen. Meteor Lift. Zack. Ach, Sid pennt auch. Ach, das fängt ja super an. Hat denn die kein Schmuckdings? Wer hat denn das Schmuckband, das letzte? Irgendwer muss die Schleife haben. Hier habe ich gelevelt und die geben verdammt viele Erfahrungspunkte. Wir gehen jetzt nach Midell rein. So. Die Musik ist sehr interessant. Dann reden wir mal mit dir. Hi. Oh, hey, du bist ja ein ganz hübscher. Ist aber ein Mädchen. Dies hier ist Midell. Es ist eine kleine ruhige Stadt mit natürlichen heißen Quellen. Genau der richtige Ort für alte Leute wie mich, um den Rest des Lebens zu verweilen. Ich habe gehört, dass es draußen nicht allzu friedlich zugeht, aber hier ist noch alles ruhig. Bis Utai kommt oder Shinra. Was haben wir denn hier drin? Was ist eigentlich los? Du bist einfach mal so freundlich. Ach, das ist es also. Du möchtest Samolin-Gemüse, nicht wahr? Nun gut, ja, hast du's, ist es. Dem Schoko scheint das Gemüse zu schmecken. Wie süß, ich würde am liebsten streicheln. Hä, was? Nein, ich mag solche Spiele nicht. Ich weiß nie, was ich da machen soll. Mann! Mann, 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 Mann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Überlegen wir mal. Also wenn ich seine Füße kitzle. Ich mag es nicht, wenn meine Füße den Bauch kitzelt. Aber warum sollten wir ihn kitzeln wollen? Das verstehe ich nicht. Sie sagt, sie will ihn streicheln, aber jetzt wollen wir ihn kitzeln. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Oder bin ich einfach nur doof? Macht gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich weiß es nicht. Ich nehme das. Woher kam das gerade? Hat er mir gegeben? Eindämmung? Hat er mir Eindämmung gegeben? Was macht das? Frostbrechen, Tornado, das könnte aber sehr interessant. Nehmen wir das.
Asteroid, Hitze, Genesung, Zerstörung, Behandlung. Guck mal, du hast Schwerkraft, kriegst du mal hier den Frost. Und jetzt? Das war's? Okay. Was bist du bekommen? Bares ist unrecht. Was hast du? Was auch wohl? Leider haben die Kunden alles aufgehört. Es ist nichts mehr da. Das war nur ein Scherz, nur ein dummer Scherz. Womit kann ich dienen? Das war not funny. Heiltrank habe ich mehr. Okay, bin ich wieder. Ether wäre zwar mega. Nee, eigentlich reicht nicht. Was gibt's? Was ist eigentlich los? Du bist immer so freundlich. Ach, das ist also, du möchtest Salmonellengemüse, nicht wahr? Okay, wir sehen. Ich wollte mit der Frau reden. Jedenfalls wird dieser Riesenmond auf uns herunterrachen, oder? Das ist kein Scherz. Wir müssen unsere Reserven anlegen, bevor es weg ist. Aus dem Weg! Los, los! Herzlich willkommen in der Pandemie Covid-19. So. Gut, ich habe zwar keine Ahnung, was das mit dem Schokobo auf sich hat, aber gut. Hä? Ich hab dich doch noch nie gesehen. Bist du von außerhalb der Stadt? Wie sieht's draußen aus? Alle sagen, dass Erdbeben und der Meteorit werden die Welt zerstören. Alle sagen es. Oh, wie deprimierend, was für eine traurige Welt das doch ist. Ah, ist das... Warte, hört die? Warte. Hallo, kommt alle mal. Das ist ein Sonderangebot. Wir haben die besten Rüstungen und Waffen. So etwas findet ihr nirgendwo sonst. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also beeilt euch. Kommt nur herein. Du da, steh nicht einfach da draußen rum. Komm schnell rein. Ziert dich nicht. Hereinspaziert. Ich habe nie verstanden, warum er einen verlassenen Fleck wie einen Laden öffnen wollte. Was ist mit ihm los? Achso, ich kann da rein. Warum ist eigentlich hier überall diese Chocobo-Musik, ey? Was ist... Willkommen im Wohltätigkeitsladen, dem Laden der Liebe und des Mutes. Womit kann ich dienen? Ich weiß nicht. Ich will nichts sagen, aber du bist wow. Winchester. Das hat ein paar nette Slots. Ich werde hier mein Geld so hardcore leer. Ich werde hier so pleite werden. Oh mein Gott. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Gut. Wir kriegen hier, glaube ich, sehr viel gutes Geld. Das ist hier drüben. Ich glaube, ich will hier noch nicht drüber gehen, oder? Ich weiß es nicht. Entschuldigung, ich habe es weggeklickt, bevor sie reden konnten. Ach, die sagt gar nichts. Hallo? Veraltete Waffe, Ende der Welt. Ich weiß nichts von all dem. Ich werde leben, bis ich 100 bin. Es gibt noch so viele Dinge, die ich erledigen muss. Das ist jetzt der Anfang. Und was haben Schönere und solche unternommen? Erzähle, das sind Vollidioten. Ich bin eine hübsche Magd. Ich arbeite halbtags im Zubehörgeschäft. Und unsere Ware ist ebenso gut wie die andere Läden. Na, was kaufen? Ich hätte gerne was gegen Schlaf, aber es gibt nichts gegen Schlaf. Interessanterweise. Nein, danke. Ja, Zubehör ist Schwachsinn. Gib mir einfach, Entschuldigung, ich wollte mit der Katze reden. Ich wollte mit der Frau reden. Du sagst, du weißt nicht, was die Sterne vom Himmel fallen werden. Meinst du das im Ernst? Ich kann das doch immer nicht glauben. Wie konnte das passieren? Okay. Ich habe jetzt am Anfang so viel Zeit verplaudert und das mit dem ganzen Kämpfen hier, dass wir hier überhaupt nicht vorankamen. Habe ich mit dir schon gesprochen? Ich glaube, mit dir habe ich schon gesprochen. Was haben wir denn hier? Kiste. Hallo. Guten Tag, immer herein. Womit kann ich dienen? Die ist wahrscheinlich für... Das ist echt gut. Oh, extra hab. Ich hab extra hab.
Oh, ich hätte das mega gerne, ne? Oh, das merke ich mir hier. Also ich für jeden extra HP. Cool, aber gut. Dann gucken wir uns mal weiter um. Kann ich hier vorbeigehen? Ja. Was ist los? Bist du ganz allein? Du hast dich verirrt, oder? Getrennt von der Person, die du liebst. Dummer Kerl. Warum redest du plötzlich mit dem Hund? Ich habe nun mich angeklickt. Es wird nun wohl eine Woche her sein, seit er hier angeschwemmt wurde. Arme, stachelköpfiges Ding. Es war wirklich traurig, aber auch seltsam. Er hatte dieses wirklich lange Schwert. Warte, redet sie gerade mit dem Hund oder redet der Hund mit ihr? Ich weiß nicht, sieht mir ganz nach Pech aus, aber das Überraschendste waren diese seltsamen blauen Augen. Was? Ach so, die Typen da hinten reden. Warte mal eben, was hast du gerade gesagt? Entschuldigung, der Junge, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, ein Dorfbewohner hat ihn an der Küste gefunden. Das war etwa vor einer Woche, wenn ich mich recht erinnere. Armer Kerl, er muss von irgendwo weit her angespült worden sein. Cloud, das muss er gewesen sein. Es ist Cloud. Hä? Gut gemacht, Tifa. Du hast ihn gefunden. Wo ist er? Ist er in Sicherheit? Wo ist er jetzt? Ja, hier oben. In der Klinik. Er lebt. Cloud. Cloud lebt. Cloud. Warte mal, ich wollte noch in dieses Gebäude da reingehen. Ach, Tifa. So kann ich nicht arbeiten, Tifa. Ah, da hinten hockt er. Cloud? Na, so wie sie reinstürmen, könnte man meinen, der Meteor sei heruntergekommen. Entschuldigung, ich habe gehört, dass ein Freund von mir hier gepflegt wird. Ein Freund? Ach ja, dieser Junge. Keine Sorge, dein Freund fühlt sich nebenan. Aber sein Zustand ist... Hier? Hier bin ich. Cloud? So confused now. Oh, Cloud! Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist! Die Musik macht mir Angst. Cloud? Stimmt was nicht? Cloud? Oh, oui. Cloud, was ist passiert? Ich bin ganz so confused. Sag ich doch! Makrovergiftung! Makrovergiftung. In ziemlich fortgeschrittenem Stadium. Der junge Mann scheint für längere Zeit einer Menge Makroenergie ausgesetzt gewesen zu sein. Sag ich doch. Er weiß wahrscheinlich weder wer noch wo er jetzt ist. Armer Wicht. Er kann auch nicht sprechen. Er ist buchstäblich meilenweit entfernt. An irgendeinem Ort, an dem niemand zuvor war. Ganz alleine. Doktor! Verdammt, das ist übel. Cloud! Lasst uns bitte kurz allein. Würde es Ihnen etwas ausmachen, draußen zu warten? Dann wird dort jeder einfach. Oh Mann. Dame Cloud. Ich wusste, dass er eine Makrovergiftung hat. Ich wusste es einfach. Das war mir von zum Crisis Core klar, dass er irgendwann eine Makrovergiftung haben wird. Weil, so wie der Marco da drinnen geschwommen ist, weil der war damals schon nicht ganz auf den Beinen. Was kann ich tun? Bitte, Cloud, sprich mit mir. Sag mir, dass du mich siehst, dass du mich hören kannst. Sag es mir, bitte. Also ich glaube, er ist gerade irgendwie total geisteswissend. Die
irgendwie das ganze Gefühl, dass er gerade sie gleich irgendwie schlägt oder so. Und das halt natürlich nicht bewusst, sondern unbeabsichtigt. Ich habe es bis hierher geschafft, weil ich an unsere gemeinsame Erinnerung geglaubt habe. Das hier darf nicht wahr sein, das ist einfach schrecklich. Ach, Cloud, ich... Hören Sie zu, Doktor. Warum sagen Sie uns nicht die Wahrheit? Was ist mit Cloud? Geht es ihm gut? Ich wiederhole es noch einmal. Er leidet an einer Makrovergiftung. Ich habe noch nie so einen schlimmen Fall gesehen. Eine riesige Menge mit Wissen getränktes Mako wurde ihm in sehr kurzer Zeit in sein Gehirn gespritzt. Ein normaler Mensch hätte das nicht überlebt. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Kein Wunder, nachdem er in den Lebensstrom gefallen ist und dann hierher angespült wurde. Was hat gerade nichts damit zu tun, dass er das, was im Crisis Core war, okay. Aber denke daran, das Licht der Hoffnung kann man überall finden. Wenn du die Hoffnung aufgibst, was wird dann aus ihm? Hoffnung? Ich denke, das ist alles, was uns bleibt. Alles in Ordnung? Ja, klar. Es tut mir leid, dass ihr euch alle Sorgen gemacht habt. Ich möchte euch allen etwas mitteilen. Warum kannst du es nicht draußen mitteilen? Warum müssen wir jetzt alle wieder reingehen? Komm, ich mach dieses Head-Ding, dass dein Kopf die ganze Zeit runterfällt, total fertig. Den musst du voll den Nackenschmerz danach haben. Alles ist mir völlig egal, nur Cloud nicht. Ich möchte bei ihm sein. Ja, genau. Halt durch tiefer. Tu, was du willst. Sag jetzt nicht, sie verlässt das Team. Es tut mir wirklich leid, gerade jetzt. Keine Sorge, wir werden wieder vorbeischauen. Kümmere dich gut um ihn. Alles klar. Wir sollten uns auf den Weg zur Heimat machen. Was machen wir jetzt? Was können wir tun? Hä? Gibt's denn nicht, was wir tun können? Und sag nicht, wir sollten warten, bis es Cloud besser geht. Oh, ich hab Neuigkeiten. Ja, was? Dass du ein Spion bist? Ja, aber das habe ich euch schon erzählt. Ja, haben wir's vor. Willst du lauschen? Also, wir stehen zwei Problemen gegenüber. Erstens, den Meteorit zerstören. Zweitens, die Schwere um die Nordhöhle beseitigen und Sephiroth schlagen. Vorschläge bitte. Ja, das erste Problem haben wir schon gelöst. Der Meteor wird bald in zwei Stücke zerschmettert. Der Plan wurde bereits in Gang gesetzt. Wir sammeln aus jeder Region große Materie. Nun. Große Materie ist eine Materie mit hoher Dichte, die durch ein spezielles Kompressionsverfahren in Makroreaktoren entsteht. Ich hasse es gar nicht. Daraus erzogene Energie hat die 300-fache Stärke von normaler Materie. Was haltet ihr davon? Wir sammeln alle große Materie und schießen sie zum Meteor. Das verursacht eine riesige Explosion, dadurch zerfällt der Meteor buchstäblich in kleine Stücke. Den Meteor rammen? Haben wir wirklich die Technologie dafür? Mach dir darüber keine Sorgen. Viel wichtiger ist, große Materie in allen Regionen zu sammeln. Wir haben schon Materie aus Nibelheim gesammelt. Bleiben noch Coral und Fort Condor. Ich habe bereits Truppen nach Coral entsandt. Und dann geht die Sirene los. Coral? Was können Sie Coral noch antun? Und die große Materie?
Du meinst die große Materie, oder? Ich habe davon gehört. Wenn sich unsere kleine Materie der größeren nähert, sollte etwas passieren. Da bin ich mir sicher. Deshalb benutzen wir die Kraft der Materie in unserem Kampf. Wir können die große Materie nicht in die Hände von Shinra fallen lassen. Außerdem will ich Cloud diese große Materie zeigen, wenn er zurückkommt. Er wird geschockt sein. Nun, was sagst du, Barrett? Obwohl du ihn immer untermachst, willst du doch, dass Cloud zurückkommt. Ich sag nichts über nichts. Du hältst einfach das Maul. Jede Gruppe muss einen Führer haben. Und das bin ich. Oder ich wäre es jedenfalls gern, aber ich habe nicht das Zeug dazu, um ein Führer zu sein. Das ist mir erst vor kurzem klar geworden. Und das ist es, was... Hm? Hat er gepennt bis jetzt? Wie? Was ist los? Du wurdest zum neuen Führer gewählt. Kommt nicht in Frage! Vergesst es! Aber um kämpfen zu können, brauchen wir dich und die Highwind. Wir brauchen sie, um den Planeten zu retten. Und wer steuert das Schiff? Kein anderer als du. Deshalb bist du unser neuer Führer. Kein anderer kann es. Die Musik. Hm. Das Schiff soll den Planeten retten? Heftig. Oh Mann, das ging mir direkt ins Herz. Ich bin auch ein Mann. Okay, ich mach's. Alle zusammen, folgt mir. Also, hier ist der erste Job. Die Operationsräume warten auf dich. Ja. Wie er läuft. Ja, moin. Was soll denn das jetzt hier werden? Ich möchte was... Hey, Sid! Sobald wir bereit sind, gehen wir zum Coral-Reaktor. Los, Herr Führer, du beeilst dich besser. Sid! Och, da steht Yuffie. Ja? Ich weiß, ihr reißt euch alle drum mit einer Sahneschnitte wie mir zu reden. Aber lasst mich bloß in Ruhe, dieses Schiff macht mich... Okay. Kommst du nicht mit? Gut, hi. Sit, gute Arbeit. So, wir nehmen Vincent mit und dann nehmen wir. Nehmen wir Barrett oder Red? Nehmen wir Barrett oder Red? Barrett, Red, Barrett, Red, Barrett. Wir nehmen Barrett mit. Jetzt ist die Frage: Kann ich trotzdem. Auf die Materie von Wo ist denn Barrett hier oben? Was hat er? Jupp. Da ist Alexander! Oh mein Gott. Okay, gut. Gut, gut. Die Folge ist schon lang genug. Ich werde mich jetzt vorbereiten. Und das Ding ist, ich warte. Das Ding ist, kann ich eigentlich... Moment. Egal. Ich werde die Folge hier beenden. Und wenn ich nochmal zurück nach Midel gehen kann, dann werde ich nach Midel gehen und mich dort ausrüsten. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann machen wir das nicht mehr. Und dann gehen einfach so nach Coral. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.